Promigeflüster, das Original, jetzt live. Herzlich willkommen zu einem Promigeflüster, wieder natürlich im Herbst und letztes Mal, beziehungsweise in der letzten Sonderausgabe, habt ihr sie ja schon kennengelernt wieder, meine beiden Interviewgäste. Und ich sag einfach mal, hu! Ha! Hu! Ha! Hu! Ha! Okay, dreimal muss es schon sein. Dreimal gehört dazu. Hallo und herzlich willkommen. Huha, Genghis Khan, das gehört natürlich dazu. Ich glaube, das ist so euer Schlachtruf. In diesem Fall, also zum einen gleich in der Mitte die Angelika und außen der Klaus. Hallo und herzlich willkommen. Es gibt groß was zu feiern. Ihr habt es groß angekündigt. 45 Jahre Genghis Khan. Die neue Generation sozusagen, oder? Ja, die nächste Generation probiert den Spirit der letzten 45 Jahre jetzt weiterzutragen und auch weiter mit Ralfs wunderbaren Songs, sowohl die ganz alten, die Welthits, die noch nicht ganz so bekannten und auch ganz neue Lieder eben wieder in den Bann zu ziehen. Also, ich meine, wenn man wirklich 45 Jahre zurückblickt, als es da so richtig losging, das war ja schon, enorme Erfolge. Genghis Khan, Moskau, Hatschi Hadow Omar, Lorelei, also Rom nicht zu vergessen. Alles Hits, die wirklich hier immer gut vorne in den Charts dabei waren zur damaligen Zeit. Ne? Ja, absolut. Also sie haben von Anfang an die Charts gestürmt und sind dort auch nicht wegzudenken gewesen für eine ganz lange Zeit. Und ja, wie wir es jetzt mitbekommen haben, wir waren jetzt auch gerade mit dem Album, sind wir in die Charts eingestiegen auf Platz 21 der deutschen Albumcharts. Also wir führen die Tradition weiter. Sehr schön, Glückwunsch dafür, ganz klar. Danke. Und danke. Ich weiß, ihr beide, ihr habt sie natürlich noch kennengelernt, erleben dürfen, mit ihnen auf der Bühne stehen dürfen, mit den Grand Dames, Edina und natürlich auch mit der Henriette. Und wie war das damals? Ah, das also, war eine wunderbare Zeit, also zusammen unterwegs zu sein. Und wir haben so viel immer gesagt, wir lernen so viel voneinander. Das war immer so schön. Und wir haben da viele unvergessliche Momente zusammen erlebt. Und dadurch können wir eben auch diese Geschichten, die wir alle gehört haben und zusammen noch erlebt haben, das können wir alles weitertragen. Und für mich ist das wirklich eine Riesenehre und Freude und auch eine Aufgabe, dass wir das weitertragen. Und da bin ich so dankbar, dass wir das machen dürfen. Und außerdem sehe ich einfach diese Begeisterung weltweit. Und das ist zeitlos und generationenübergreifend. Das finde ich immer wieder faszinierend. Und das ist so schön, in die strahlenden Augen zu sehen, von klein bis groß und eben Geschichten erzählen zu dürfen. Mhm. Auf alle Fälle, ganz genau. Und natürlich, es waren damals schon viele Kostüme im Umlauf sozusagen. Und das passiert auch jetzt wieder. Ihr seid auch völlig komplett mit Kostümen und wechselt und macht und tut. Und ja, also ein Stück weit auch ein Musical, kann man sagen, oder? Nein, Musical würde ich in dem Sinne jetzt halt nicht sagen. Wir sind schon eine Gruppe, ein Kostüm-Act. Das gab es schon früher, es war schon immer auch gegeben. Ja? Im Musical sind es Rollen, die von mehreren Personen ausgefüllt werden können. Das funktioniert bei uns nicht so, weil wir uns eher als Familie und als Clan, als Gemeinschaft sehen. Und wir von innen raus zusammenhalten. Und im Musical sind es doch meistens alles Einzelkämpfer, die zusammen ein wunderbares Stück auf die Bühne bringen. Aber es ist nicht ihre Arbeit und ja, ihr Stück, okay. Gut. Aber Musical, glaube ich, liegen wir trotzdem nicht ganz so verkehrt, denn ihr habt alle Musical-Erfahrung, so muss man es vielleicht sagen, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also da durften wir auch bei Ralf Siegels Zeppelin das Musical mit dabei sein von Anfang an und sein Meisterwerk auf der Musicalbühne immer wieder spielen. Und es kommt auch in der neuen Spielzeit wieder natürlich ans Festspielhaus Neuschwanstein.
Und wer es noch nicht gesehen hat, kommt vorbei. Es ist wirklich ein Meisterwerk und absolut sehenswert. Wunderbar, da werden wir auf alle Fälle doch auch mal einen Besuch dann machen, wenn es wieder anläuft. Jetzt haben wir natürlich nur euch beide im Interview, was ja auch schön ist, aber irgendwann müssen wir auch mal die ganze Gruppe wieder vor die Kamera holen. Wer gehört denn jetzt mittlerweile alles dazu? Ich schaue mal, da haben wir vielleicht ein Bild dann nochmal einblenden. Stellt mal die Kollegen mal kurz nochmal namentlich vor, zumindest. Sehr gern. Natürlich unser lieber Marco Matthias, der bei uns in der Familie der Kene den Batukan gibt. Also er ist die Rolle des Batukans. Genau, er ist Okay. am frischesten dabei, hat aber früher auch schon mit Reifsiegel zusammengearbeitet. Also daher kannten die sich auch schon eine ganze Weile. Ja, dann natürlich unser Yasakan Lem, der ist natürlich auch nach Prinz Igai Klaus am längsten dann dabei. Genau. Unser Breakdancer. Genau. Kommt bestimmt bei Und den Jugendlichen gut an, oder? du bestimmt. Ja. Absolut, absolut, ja. Und dann haben wir unsere liebe Surikan, Selina Kohl. Ja, es ist auch unser Küken, unsere wunderbare Tänzerin mit wunderbarer Prinzessinnenstimme. Also auch ein wunderbarer Teil von unserer Familie. Und last but not least, unser Michael Tikan, den wir auch bei Zeppelin kennenlernen durften. Okay. Und dadurch wurde er Teil unserer Kahn-Familie. Wunderbarer Sänger und füllt seine Rolle bei uns wunderbar aus. Und außerdem auch einer von uns kennen. Wir achten aufeinander. Also wunderbar, dass er auch mit dabei ist. Ja. Wunderbar. Getroffen und es hat gepasst. Ja, so soll es doch sein. Jetzt habt ihr natürlich alle zu eurem richtigen Namen natürlich irgendwelche erfundene Namen, oder sind sie nicht erfunden, oder wo kommen die Namen her, die ihr da, Prinz und wie auch immer, muss man alle erstmal nochmal auswendig lernen, ne? Ja, also für uns sind sie schon ganz normal, weil wir uns auch auf Tour so nennen oft. Also ja, natürlich, das sind teilweise Fantasienamen. Im gewissen Rahmen sind sie zusammengestellt. Sie haben aber meistens sie haben alle einen Ursprung. Bei mir ist es eigentlich sogar interessant, weil Igai war einer der größten Tropenstürmer, die jemals auf der Erde waren. Und ja, da ich ja so ein Wirbelwind auf der Bühne bin, wurde ich von unserem Manager damals Igai genannt. Und da ich schon am längsten dabei bin, habe ich den Beinamen Prinzen bekommen. Und bei Angelika, wie schaut es da aus? Ja, also ich bin El Tuya Khan, die Streitaxt ist mein Beiname. Da ist es so, also wie bei den meisten Khan-Namen, sind sie aus historischen Figuren, die tatsächlich etwas mit den Nachfahren des Genghis Khan zu tun haben, entstanden, aber eben immer fiktiv mit einer kleinen Änderung im Namen gestaltet. Und daraus holen wir die Namen, auch teilweise Charaktereigenschaften, und das ist immer sehr faszinierend. Ist auch wie so ein bisschen, wie man einem Kind einen Namen gibt. Na, wenn ein neuer Khan da ist, weil soll sich jemand ja auch wohlfühlen mit seinem Khan-Namen und sich damit identifizieren können. Und das finde ich immer einen ganz spannenden und schönen Prozess. Ja. Wunderbar. Und dann geht es natürlich, wie gesagt, auch ums Outfit, die Kostüme, auch sozusagen die Maske, die Haare, die verändern sich ein bisschen. Wie lange braucht man denn dazu, bis ihr dann sozusagen für den Auftritt bereit seid, wenn ihr euch Also herrichtet? alle mit kurzer Meditation machen wir immer 2 Stunden vor Abfahrt zum Konzert, dass man so auf sein Zimmer dann geht und anfängt eben in seinen Khan-Charakter zu schlüpfen. Also ich benötige ungefähr 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Und bei Angelika, wie lange Ja, verweilt die? genau. Also die Verwandlung, die Zeit, wie Prinz Igai gerade gesagt hat, die nehmen wir uns alle und da kann Okay. natürlich jeder das tun, was er braucht. Manche brauchen für Haare, Make-up natürlich unterschiedlich lang. Ne? Also bei mir kommt es auch sehr auf die Frisur drauf an, weil ich habe doch, also sagen wir so, wenn es Locken sein sollen, dann dauert es auf jeden Fall 2 Stunden. Aber jetzt on Tour, wenn wir das auch selber machen, da geht es natürlich auch wesentlich flotter. Aber ich mag das auch gerne, mir dafür die Zeit zu nehmen und alles in Ruhe machen zu können. Und wirklich diese Verwandlung ganz bewusst zu erleben. Ja, weil wir sind das dann. Also wir sind das.
Wir schlüpfen eben nicht unbedingt in was rein, sondern wir sind das, wir verkörpern das wirklich gänzlich. Sehr gut. Und dann geht es natürlich auf die Bühne und da wird natürlich nicht nur gesungen, auch getanzt. Oh Wer ja. macht die Choreografie? Ich glaube, da bist du so ein bisschen anführender Klaus. Ne, Nee. nee, andere Du. Richtung. Das wäre ich Ich gewesen. Genau. Ja, nee, ich habe die Ehre, dass ich die Arbeit weiterführen kann von schon großen Choreografen, die früher mit den Gegenden zusammengearbeitet haben. Und ja, ich darf momentan mit meinen Kollegen zusammen diese verschiedenen Welten auf die Bühne bringen und das Ganze eben auch mit der Sprache des Körpers untermalen. Wie lange braucht man da wiederum Zeit, um hier so Oh. pro, ich weiß ja nicht, gibt es da pro Titel immer eine neue Choreografie oder wie muss man Ja. sich's vorstellen? Ja, es gibt immer eine neue Choreografie und auch bis man selber zufrieden ist, ist es immer ein sehr langer Entwicklungsprozess. Also so eine, man stellt sich nicht mal kurz hin und macht in 10 Minuten irgendwie eine Choreografie. Nee, bei mir war es so, dass ich jetzt allein für Halloween den Song habe ich insgesamt 5 Choreografien gemacht und daraus dann eine zusammengeschnitten. Und die werden dann mit meinen Kollegen und Kolleginnen und Familienmitgliedern eben über immer wieder verschiedene Trainingseinheiten, hier 3 Stunden, da mal 2 Stunden, dann eben einstudiert. Und wenn es funktioniert, probiere ich natürlich auch ein bisschen die Choreografien per Video schon mal vorzuschicken, dass schon etwas vorgeprobt werden kann, damit wir dann schön dran schleifen können. Aber eine Choreografie ist nicht von heute auf morgen einfach mal so schnell geschehen. Okay, dann, wenn alles zusammenpasst, wenn es dann wirklich auf die Bühne gehen kann, wo kann man euch denn dann jetzt zukünftig wiederum erleben? Sind schon ein paar Auftrittstermine, steht da was fest? Ich weiß aus der Vergangenheit, ihr wart ja eigentlich schon, kann man sagen, weltweit eigentlich fast unterwegs, zumindest. Im Osten war viel angesagt und ja, wie schaut's aus in Zukunft? Was habt ihr? So, als nächstes sind wir tatsächlich erstmal in Deutschland, und zwar am 16.11. in Hamburg bei Enigma Events. Also da könnt ihr alle aus dem Norden gern vorbeikommen, würde uns sehr freuen. Und dann werden wir sehen, dann haben wir schon wieder einige Projekte in der Planung jetzt, die auch, wie du schon sagst, wieder ins Ausland gehen. Aber da können wir noch nicht alles verraten. Ja, alles klar. Nee, braucht ja auch Zeit, genau. Und wie gesagt, ich denke mal, ihr seid ja auch gut vernetzt. Die ganzen Social Media Plattformen, da seid ihr auch aktiv. Da kann man den ein oder anderen Termin natürlich darüber mit Sicherheit auch noch kurzfristig erfahren, oder? Genau. Wo Alles, was seid ihr Facebook denn? fixe trifft. Genau, wo seid ihr denn komplett anzutreffen? Facebook, Instagram, wo seid ihr überall? Überall. Genau. Instagram, Facebook, Facebook. YouTube, TikTok. Ja, habe ich was vergessen? Ja, dann teilweise Snapchat, dann und ja, Telegram, die ganzen Stories, WhatsApp-Stories. Also eigentlich kann man uns überall irgendwo finden. Ja, also gut, da einfach mal reinschauen, dann erfährt man natürlich alles Wissenswerte über Genghis Khan und natürlich, wo sie überall unterwegs sind. Wenn wir jetzt wirklich mit den zu Beginn nochmal, also Genghis Khan grundsätzlich, welche Titel sind so eure Favoriten gewesen schon früher, von früher her? Mit was habt ihr so die ersten Berührungen gehabt? So muss man fragen. Ja, okay. Genghis Genghis Khan Khan und natürlich. Moskau natürlich, also das waren die ersten Berührungspunkte und ja, das hat einfach eine Kraft. Also ja, das war auf jeden Fall meine erste Begegnung damit, wo ich auch gemerkt habe, da passiert was bei den Menschen, auch bei mir selbst und das ist ganz anders als alles andere. Also ganz was Einzigartiges. Das hat mich schon damals fasziniert. Das war aber noch einige Zeit, bevor ich selbst bei Genghis Khan dabei war, was ich auch Das nie gedacht denke ich hätte. mal dann, genau. Und Bei bei mir dir? war es auch natürlich Moskau. Also das war eine der, ja, die mir am meisten auch im Kopf geblieben ist, natürlich, weil das die Geschichte mit meinem Bruder war, der operierte Beine hat und am Silvesterabend dann mit Beinen im Gips eben zu dem Song Moskau getanzt habe. Und ich war als ganz Kleiner da nebenbei und ja, das ist so die erste prägnante Supererinnerung an Genghis Okay. Khan. Und dann
kam auch schon relativ Hatschi Halef Oma Ben, weil ich dann den Song so toll fand und wie die beiden Ladies da so richtig gegroovt haben. Das hat mich schon, das hat mich immer mitgenommen. Also daher, ja, von den Songs war ich schon früher Fan. Okay, sehr gut. Ja, und die größten Auftritte, die ihr so jetzt in der Vergangenheit erlebt habt, ich glaube, erinnere ich mich auch, das war jetzt noch gar nicht allzu lange her, glaube erst 2-3 Jahre zurück, nochmal in Moskau vor der Kathedrale irgendwo, ne? Zur Weihnachtszeit. Ja, da hatten wir zuerst einen Auftritt in der Arena. Aha. Und bei Legends of Retro FM. Und dann sind wir da hingefahren und wir wussten noch gar nicht genau, was passieren wird. Wir wussten nur, ja, wir ziehen uns jetzt um, eben andere Kostüme, und dann haben wir einen Dreh am Roten Platz. Okay. Und ja, und dann haben wir erfahren, da war ein Riesenteam, die haben da schon auf uns gewartet. Und Tänzer von Bolschoi und ja, für uns alle, auch Idina und Jette haben gemeint, sie waren schon so oft da, aber das war wirklich ein absolutes Highlight. Und dort dann Moskau drehen zu dürfen, wow. Also das war wirklich ganz besonders. Ja. Also wenn man das Video sieht, es ist sehr gut gelungen, sehr gut umgesetzt. Also da, Dankeschön. Das passt wie die Faust aufs Auge, kann man sagen. Ne? Mhm. Ja, das war auch, also wie wir dort gedreht haben. Und wir hatten natürlich auch Schneekanonen, aber allein die Kälte, die wirklich vorgeherrscht hat. Und man hat das so richtig gespürt. Und aber die Energie auch von den ganzen Leuten am Set, die war so unglaublich und so zuvorkommend, und die haben uns so durch diese Aufnahmen mitgetragen. Es war einfach, ja, es war ein nicht vergessbarer Moment. Moments like this, sagen wir da immer. Und ja, tief im Herzen und auch auf ewig da drin. Sehr schön, sehr schön. Ja, und da sieht man natürlich auch, natürlich Musik verbindet. Und ich denke mal, wenn man wirklich Musik sprechen lassen kann, sollte man eigentlich keine Kriege haben, unbedingt, oder? Nee. Ja, ich sag auch immer, Musik verbindet, da sprichst du mir aus dem Herzen. Und das ist genau der Punkt, weil wenn man sieht eben, wie alle, so wie wir in Kirgisistan waren, bei den Weltnomadenspielen 2018 sind wir dort aufgetreten bei der Finalveranstaltung, also das war wirklich, wie soll ich sagen, da haben wir erst die Fernsehbilder dann gesehen, weil die Zuschauer, da war eine ganze Pferderennbahn zwischen uns und den Zuschauern, da kam immer zeitverzögert dann die Reaktion, also wir haben ja niemanden gesehen, und dann haben wir die Fernsehbilder gesehen, und das war so berührend, weil da waren wirklich aus 80 Nationen Menschen, die alle gemeinsam gefeiert haben, sich gefreut haben, kleine Kinder, Mütterchen, also es war wirklich einfach so ein schönes Bild, und genau das denke ich eben auch, das ist schon ein Punkt. Lasst uns auf das schauen, was uns verbindet, lasst uns Brücken bauen, ja, und so Musik ist eben ein Weg dazu. Richtig. Vielleicht dreht er doch ja mal mit Putin auf, wer weiß. Mit ihm. Eine Hymne für ihn, also besser kann es ja nicht sein eigentlich. Na gut. Nicht zu sehr politisch werden. Nee, wir bleiben bei der Musik. Und ja, ich denke mal. Wir Musiker haben die Aufgabe, Leute Freude zu bringen. Und die Politiker sind dafür da, um die Politik zu machen. So ist wir es. Sind dafür da, um Träume weiterleben zu lassen oder auch Menschen in schlimmen Momenten einfach mal ein bisschen Trost zu bieten. Ganz genau, so ist es richtig. Ja, und wir stehen für die Menschen, egal was sie da oben machen. Das hat Irina schon immer gesagt. So nämlich, ja. Ganz genau. Macht weiter so und wünsche euch fürs Jubiläum ganz, ganz viel Erfolg. Und ich sage mal, die nächsten 5 Jahre, die packen wir auf alle Fälle, weil dann feiern wir das 50. dann, ne? Oh ja, oh ja. Ja, also eigentlich haben wir schon vor, dass wir so eine der einzigsten 80-jährigen Bands werden. Also auch die nächsten 45 Jahre, würde ich mal sagen. So ist es, so ist es, ganz genau. Also haben wir noch viel vor uns. Also ihr zumindest. Auf jeden Fall. Ich halte euch auch immer sozusagen die Treue, und wenn irgendwo was ist, unterstütze euch gerne. Danke dir. Vielen Dank. Jetzt hoffe ich mal, da wir uns alle gesund und munter irgendwo mal wieder persönlich treffen. Das wäre auch mein Wunsch sozusagen. Und dann können wir mal richtig anstoßen zu dem Jubiläum. Oh ja, das machen wir. Freue ich mich. Ja? Also, dann würde ich sagen, grüßt mal die Kollegen recht schön. War mir wie immer eine Freude, mit euch mal wieder geplaudert zu haben, auf alle Fälle. Und wenn es was Neues gibt, wenn ihr neue Termine habt, lasst es uns wissen, und wir schauen immer mal wieder rein.
auf den entsprechenden Plattformen. Herzlichen Dank und alles Gute. Macht's gut. Eine schöne Vorweihnachtszeit kann man schon bald wieder wünschen, denn der November, wenn der mal rum ist, dann geht's schlagartig ja aufs Jahresende zu. Und dann im neuen Jahr starten wir so richtig wieder durch. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Jetzt dürft ihr noch. Danke dir. Ha! Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.